wenn das Losglück es so will, oder auch das Lospech, Reinhold Filler, Walz Wilchheim mit der 1889 schon zum zweiten Mal gegen einen der Favoriten dieser Senioren-Europameisterschaften, Bremen 2013, den vielfachen Senioren-Champion aus Dänemark, Nils Ramberg, und dass der natürlich mit keinem schlechten Doppelpartner unterwegs ist, ist auch klar. Im Einzel hat er schon gegen ihn verloren, jetzt muss er im Doppel an. Und da ist der erste Satz auch schon weg. Aber bis 3:3 im zweiten Satz, dann alles noch offen. Nils Ramberg ist Linkshänder. Das ist im Doppel natürlich meistens ein kleiner Vorteil, weil die Laufwege einfacher werden. Tja, und was die sogenannten alten Hahn nicht mit Power machen, das machen sie halt mit Gefühl. Händchen nennt man das unter Tischtennisspielern. Und ein Händchen hat man entweder von Geburt auf und behält es für immer. Oder man hat es nie. Geht es doch wieder Schlag auf Schlag, eben noch 3:3, jetzt 4:10.